Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, kann ja sein, dass du während des Beladevorgangs einfach fährst. Sag ich, ja, das ist richtig. Ich sag, ich mach das meistens so. So, wir sind in Saarbrücken und laden jetzt hier quasi Leergut ab. Das habe ich gestern geladen in Kölle. Wo bin ich denn hier, ey? Wo ist die Firma Heilberg? Ja, Tor 2. Ja, hier in der Straße irgendwo. Hier in der Straße muss das sein. Die gibt ein Gusswerk, da hier. Ja, Bruder, das ah, ja. Vorne, da ist noch dieser bisschen freier Platz. Ja. Gerade zum Sandhaus, wir haben es gelegt. Ja. Da steht eine Dornmuschel drin, das ist glaube ich Heilberg Tor 2, soweit ich weiß. 100%. Rechts rein? Ja, rechts rein. Ja, okay. Hier alles klar. Das war das Rest bei LKW ist noch. Ja. Das müsste Tor 2 sein. Alles klar, ich danke dir. Jo. Da sind wir quasi geschmeidig dran vorbeigefahren. Ich hab doch kein Schild oder was? Tor 2. Hier ist kein Tor. So, da muss das direkt. Quasi dann hier sein, ne? Dann schauen wir mal. Super, ich habe mir gedacht, wie ich das erste Auto da hinten habe stehen sehen. Die laden von der anderen Seite ab. Das Coole ist, das ist ja nicht so, oder das ist ja nicht nur so, dass ich die rechte Seite aufmachen muss, sondern das ist ja auch so, dass ich die Seite aufmachen muss, weil ich ja gegurtet habe. Super Sache. Also hier ist nichts los, ne? Da hinten steht niemand, da steht niemand, ich bin der Einzige hier. Und trotzdem irgendwie tun die so, als wenn die mich den ganzen Tag nie gebucht hätten oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich muss leer werden. Ich muss gleich Tiefkühlpizza laden. Ja. Kleine Schein. So, quasi, ich habe jetzt eine Viertelstunde schon drin, quasi habe ich ja eben hier, habe ich ja eben hier gewartet, bis der mir gesagt hat, wie es weitergeht. Und jetzt fahren wir Richtung, sag ich dir jetzt, Nonnweiler und da laden wir Tiefkühlpizza. Die Tiefkühlpizza, die ich lade, geht auf dem direkten Weg zur Entsorgung. Auf jeden Fall Kerpen. So, jetzt geben wir erstmal ein, wo wir hin müssen, nach Nonnweiler. Mein Disponent sagt, das sind ungefähr 50 Kilometer. Aber laut dir, sein Computer, ist das immer falsch. 66620. 6 hat er nicht, immer 4. Naja, hätte auch extra aufgeschrieben. Hey, auch wieder falsche Angaben. Wie immer, ne? 62 Kilometer. Siehste, das sind immer 20, 30 Kilometer Unterschied. Wenn der mir sagt, Tankstelle, Tankstelle, wo du hast gekommen, oder? 3,35 habe ich weg. 3,35. Ja. Also ich kann die Schranke noch mal fortrahmen. Ich habe da jetzt Übung drin, verstehst du? So, jetzt fahren wir nur eine Weile, habe ich gesagt, ne? Wo ist mein Grund? Bitte nicht der Tor weggerannt, ey. Oh, wei, wei. Ich wollte mich noch mal für die ganzen Kommentare bedanken unter meinem letzten Video. Ist echt heftig, ich glaube. Ich habe heute Morgen oder was 450 Kommentare schon. Der Jens Zimmermann, mein Freund, der sagt, das ist schon knapp an 500. Echt unfassbar. Ja, mein kleiner Wutausbruch, was soll ich sagen? Normalerweise bringt mich das nicht aus Ruhe, weil ich dann einfach weiter mein Ding mache. Aber das ist ja normal so, wenn du irgendwo stehst und einen blockierst, dann kommt man erstmal an, guten Morgen, können wir das eventuell so und so machen, aber der hat mich direkt angeschrien. Und da sich das bei mir sowieso über die ganzen Tage oder Wochen jetzt ein bisschen was aufgestaut hat,
weil das kann ja nicht mal alles schön sein, habe ich eben auch ein bisschen rumgebrüllt. Und ich bereue das nicht. Also ich würde mich jetzt auch bei keinem dafür entschuldigen, aber kommen wir irgendwann auch mal hier raus. Ja. Wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Kommentare. ja. Was soll ich weiter sagen, ne? Ach so, und dann, da kam ja einer vorbei und der sagte irgendwie, was hätte der Bürgermeister wieder irgendwas, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich den auch gegoogelt, das ist nicht der Bürgermeister. Wahrscheinlich meint der, der wird sich so aufführen wie der Bürgermeister. Vielleicht ist er bekannt in dem Gebiet oder so und hat da eine Firma oder arbeitet da und versucht da irgendwie einen Sheriff raushängen zu lassen oder so. Und das sind ja sowieso, wieso fährt der nicht? Das sind ja sowieso auch so Leute, die ich so mag. Ich finde, ein bisschen Miteinander muss es schon sein, auch wenn man mal, zumal ich habe ja noch nicht mal im Weg gestanden, ne? Wenn ich jetzt im Weg gestanden hätte, dann kann ich das ja verstehen, wenn ich wirklich einen blockiert hätte, der nicht durchkommt, dann kann ich das echt alles verstehen. Aber so verstehe ich das in keinster Weise. So, und wenn ich jetzt gleich keinen Milchkaffee kriege, dann muss ich quasi irgendwie nochmal ausrasten. 2 Meter weiter bin ich gekommen. Wieso ist hier keine Ampel? Hey, da oben reißt der Verkehr nicht ab, hier unten reißt er nicht ab. Wie soll ich denn hier rüberkommen? Hinter mir eine Riesenschlange. Wie ist das dann hier geregelt, ey? Ja, der lässt mich durch, aber... Ah, ja. Unfassbar hier. Was ist das denn, ey? Hab ich noch nie gesehen. Ja, der hat einen schönen Kranwagen gehabt, aber Mittelkran. Am besten wäre Heckkran und etwas tiefere Bracken und ein großes Fahrerhaus. Wäre schön. Das ist richtig gemütlich hier. Das sieht sehr gut aus. So, dann mache ich mal meine halbe Stunde. Dann sind wir jetzt auch schon hier mitten im Industriegebiet. Denke ich mal, ist das hier 1,3 Kilometer. Schönes kleines Industriegebiet. Noch. Ist noch viel Platz zu bauen hier. Schön mit dem Schubidubi laden oder abladen.
rum und dann ist quasi da direkt die Anmeldung. Da ist dann meine Hausnummer, wo ich mich melden soll. Hier war die Anmeldung. Wir fahren jetzt hier wieder runter zur Straße. Rechts, da sind irgendwo LKW-Parkplätze. Ist da hinten so eine große Halle, wo wir warten sollen. Telefonnummer habe ich angegeben. Dann rufen die an. Und dann kriege ich direkt eine Rampe. Dann gehe ich rein, lege nur die Absperrbretter weg, also die Stange und das Brett. Und dann kriege ich geladen. Das heißt, da sind ungefähr, was hat sie gesagt, 6 bis 10 Grad in der Halle. Mit dem Pulli wird das wohl gehen. Aber ich lade nicht. Also die laden selber, ne? Das hört sich gut an. Ich bin doch garantiert jetzt wieder irgendwie falsch gefahren, oder? Ach so, nee, da wo der rauskommt, zweimal links, ne? Ist das richtig? Das müsste richtig sein, ja. Sind auch LKW-Parkplätze, hat sie gesagt. So, hier sind wahrscheinlich keine Parkplätze, wohl. Ich hab gesagt, das sind LKW-Parkplätze. Wo sind denn LKW-Parkplätze? Da fahr ich jetzt mal direkt rein. Die hat gesagt, ich werde angerufen und dann kann ich reinfahren. Ach, guck mal hier, habe ich gerade geschickt bekommen von meinem Bekannten Uwe. Schöne Grüße übrigens. Wir stehen vor dem Versorgungskollaps. Spediteure gehen die LKW-Fahrer aus. Das wundert mich komplett. Ich kann das überhaupt gar nicht verstehen. Und das ist mir auch quasi im Moment echt, danke für den Bericht, aber das ist mir echt scheißegal. Die sollen machen, was sie wollen. Obwohl, ich habe ja immer noch Spaß, so ist das ja nett, aber ich kann das verstehen, dass die meisten das nicht mehr machen wollen. Morgen. Guten Tag. Hier ist kein Parkplatz. Parkplatz ist draußen an der Straße. Muss ich wieder rausfahren? Wenn ich dich anrufe, dann kommst du wieder hier. Weil hoch. Hier war ja quasi ein Einbahnstraßenschild. Wie komme ich denn zu dem Parkplatz hin? Das ist einfach rückwärts. Der ist raus nach rückwärts. Weg von der Kante. Der hat doch HPL gestanden. Wie lange dauert ungefähr noch? Weiß ich nicht. Mein Kollege, mein Chef ist in der Abteilung, der ist in der Kantine. Der muss noch was anlegen. Ach so. Ich weiß es nicht. Oh, das ist heute nichts mehr vorgesehen. Wie nichts mehr vorgesehen? Nein, das ist für morgen vorgesehen. Ja, dann muss ich gleich wieder fahren, weil meine Zeit. Nee, der Chef, der kommt, der macht was. Okay. Der kommt, der klärt sich. Okay, danke. So, ich war jetzt gerade. Habe ich mir gemütlich gemacht, also ich stehe jetzt gerade mal 5 Minuten hier und dann ging auch schon das Telefon, dass ich an Rampe 3 soll. Das heißt, die haben quasi, war das ja für morgen, habe ich ja eben gesagt, aber die haben jetzt direkt irgendwas anderes organisiert oder die Tour für morgen nach heute jetzt angelegt, weil die nicht angelegt war. Und jetzt können wir quasi direkt rein. Also keine Wartezeit. Wunderbar. Ich habe gefragt, wie das weitergeht und er sagte, an die Rampe ansetzen, dann reinkommen, Karte, Schlüssel abgeben. Schlüssel abgeben geht nicht schon, ich muss in mein Auto rein. Du sollst schon warten. Hä? So, Blombe ist drauf. Ich habe gesagt, wofür ist die Blombe eigentlich? Ich sage, ich habe einen Tautleiner, ich krieg das Ding überall auf. Dann guckt er so, ja, 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 ich muss dich drauf machen. Ich sage, ja, dann mach. Auf jeden Fall, ich finde das geil. Jeder hat seine Vorschriften. Ja. Ich habe jetzt eben hier rückwärts angesetzt, dann quasi den Keil drunter gelegt. Dann musst du mit LKW-Schlüssel rein, mit der Karte, wo du die Schranke mit öffnest, rein. Dann kriegt der Herr die Karte und den Schlüssel. Du darfst also quasi während der Beladung nicht in deinem LKW sitzen.
Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, kann ja sein, dass du während des Beladevorgangs einfach fährst. Sag ich, ja, das ist richtig. Ich sage, ich mache das meistens so, wenn ich im LKW sitze und ich merke, dass die mit dem Stapler gerade auf die Rampe fahren, dann ziehe ich volle Pulle vor, dass die Rampe runterfällt und der Stapler voll hier auf die Fresse fällt. Das ist, also das mache ich sehr oft. Firma da, für LKW ist gesperrt, hundertprozentig. Was steht hier denn da? Oh, was ein Pott, wa? Komm! Junge, 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 kommt hier an, gerast und macht Lichthupe, ey. Ja, komm, fahr. Junge, was bist du? Fahren wir jetzt gleich auf die Waage. Das hier kommt dabei rum, wenn du beim Laden nicht dabei sein darfst. Die haben hier Laden wie die letzten Henker, ey. Die haben mir die Gurte hier vergewaltigt. Junge, leck mich in der Tasche, ey. Zwei Mann so. 16:02 Uhr. Ach du dickes Ei. Das ist eine coole Zeit, wa? Kurz vor vier habe ich angefangen, jetzt hast du gerade 5 Stunden. Ah, der dicke Monster ist weg. Hier steht ja eben noch der fette Kran, ne? So, dann sind wir in 10 Minütchen, sind wir am Hof. So, ich habe gesehen, im Büro sind meine Brettertaschen. Und zwar sind das so U-Eisen in L-Form. Die werden an den Auflieger unten drunter geschraubt. Eine links an der Stütze, eine rechts hinten am ersten Schutzblech. Und dann kann ich da meine Bretter reinlegen und mit einem Splint vorne absichern. Das ist eine sehr gute Sache. Ich habe meinem Chef ungefähr vor, ich weiß es nicht, ich habe vor 2 Tagen nochmal gefragt und die liegen im Büro.